Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute auf vielfachen Wunsch ein Thema vorbereitet, wo es vor allem um den Kopf geht. Manche benutzen ihn zu viel, andere benutzen ihn leider zu wenig, aber auf jeden Fall kann man nie genug sich mit dem Kopf beschäftigen. Vor allem, um es dann mal etwas ernster anzugehen, wenn man öfter Probleme hat mit Kopfschmerzen oder eben auch oft ein Problem hat, schwerer einschlafen zu können, weil sich immer die Gedanken drehen. Also egal, wie du das jetzt verwenden möchtest, diese Meditation, es geht wirklich um den Kopf, um die Gedankenebene und eben um das Klären, das Ruhigstellen und dann auch das Heilen dieses Bereiches. Der Kopf selber, also wenn man sich das jetzt vorstellt vom Chakrenmodell her, ist ja eher in so einer blau-violett-goldenen Schwingung. Und wenn man sich blau vorstellt, ist das eher etwas höher schwingendes, schnell schwingendes, als das Wurzelchakra, das ja gerne mit rot bezeichnet wird. Das sieht man auch so wenn man sich so die Farbtemperatur anschaut, dann sind ja so 2000 Kelvin ist so ganz rotes Licht und dann rauf bis so 10.000 Kelvin rauf und Höhe ist dann eher kühles blaues Licht. Das heißt, die Schwingung ist da schon höher. Und wir sind ja so eine interessante Mischung. Das heißt, wir haben ja eigentlich geistige Fähigkeiten, aber natürlich auch einen Körper. Und der Körper braucht eine Ruhe und der Körper hat einen anderen Rhythmus als unser Kopf. Und das unter den Hut zu kriegen, ist oft mal so ein Problem. Kopfschmerzen an sich gibt es ja mehrere Möglichkeiten, warum man Kopfschmerzen hat. Das, was ganz häufig bei mir vorkommt in der Praxis, sind Kopfschmerzen wegen Verspannung. Das sind so Verspannungskopfschmerzen, die ganz, ganz viel vorkommen. Und es sind auch so Kopfschmerzen, die eben auch oft mal von so einer Müdigkeit heraus herrühren, also so einer Erschöpfung eigentlich. Und da werden wir eben schauen, dass wir diese Energien heute mal so durchreinigen und klären. Aber generell kannst du diese Meditation, wie gesagt, auch wenn du jetzt keine Kopfschmerzen hast aktuell, kannst du diese Meditation auch nehmen, um einfach mal klarer zu werden. Das heißt, klarer heißt immer ruhiger werden im Kopf, klarere Gedanken fassen und dann auch natürlich, wenn du zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten hast, kann dir das auch helfen, wenn du dir diese Meditation anhörst und einfach mal schaust, dass du die alltäglichen Situationen, diese Gedankenräder loslässt und ganz klar dann einfach zur Ruhe kommst. Gut, als erstes mach dir einfach mal bewusst, wo hauptsächlich deine Energien hinfließen. Wenn du dir mal vorstellst, jetzt nur mal ein Bild von dir vorstellst, wo hast du viele Energien stecken? Und da wirst du vielleicht merken, dass ganz viel einfach im Kopf ist. Dass ganz viel rauffließt, so in diese geistige Ebene. Und das ist völlig okay. Es geht nur darum, dass man einen Ausgleich schafft, eben auch mit diesen unteren Ebenen, diesen unteren Zentren, unteren Chakren. Und wie findet das jetzt am besten statt? Wie kannst du das am besten machen? Jetzt schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder ausatmen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, ganz bewusst deine Füße, und diese Füße werden jetzt immer schwerer und schwerer. Stell dir mal deine Füße vor, wie die immer schwerer und schwerer werden. Und die gehen auch richtig auf. Das ist wie wenn du so Moonboots anhast, so ganz dicke Winterstiefel. So
ganz dicht und fest und satt. Sind deine Beine jetzt auf der Erde? Und du stellst dir jetzt einfach mal vor, dass du jetzt bei deinen Beinen ganz viele praktische Aufbewahrungstaschen hast. Also in diesen Stiefeln, die du trägst, sind ganz viele praktische Taschen. Und die erste praktische Tasche, die du hast, ist einmal deine Gesundheitstasche. Da passt wie ein Erste-Hilfe-Päckchen rein. Und du nimmst jetzt mal aus deinem Kopf sämtliche Gedanken, die sich um deinen Körper, um deine Gesundheit drehen. Das können auch Gedanken sein über die Gesundheit von anderen. Also falls du dir Sorgen um ein Familienmitglied machst oder jemanden, den du gerne hast, kannst du das da reingeben. Das ist in so einem Päckchen und dieses Päckchen, dieses Gesundheitspäckchen steckst du jetzt erst einmal so in eine Tasche dieser Stiefel. Ob links oder rechts ist egal, das ist die Erste-Hilfe-Tasche, die Gesundheitstasche. Steckst du diese Gedanken mal rein. Und du spürst vielleicht, wie der Fuß kribbelt, wenn du diese Themen da reingibst. Die nächste Tasche ist jetzt deine Tasche Wohlstand und Finanzen. Das ist wie eine Geldbörse. Und alle diese Gedanken, die sich ums Geld drehen, um diese Börse drehen, die nimmst du da jetzt, gibst sie in diese Geldbörse rein, lässt sie in die Geldbörse fließen und findest die passende Tasche in einem deiner Stiefel. Und du steckst jetzt diese Geldgedanken, finanziellen Gedanken und Sorgen in die andere Tasche rein. Da passen sie super rein. Jetzt atmest du mal tief ein und wieder aus. Und du spürst vielleicht schon, wie dein Kopf bereits leichter geworden ist. Jetzt kommt die sogenannte Ängste-Tasche. Das ist so eine dunkle Tasche bei den Stiefeln und da kommt alles rein, vor dem man sich fürchtet oder wo man zu wenig Vertrauen hat. Und auch diese Themen, da kannst du jetzt ein Säckchen nehmen oder eine kleine Schachtel nehmen, eine Dose nehmen. Und da fließen jetzt einfach alle Ängste aus deinem Kopf, alle ängstlichen Gedanken, alle Gedanken, die mit deinem Urvertrauen zu tun haben, die fließen da rein. Auch Mangelgedanken, ich bin nicht gut genug vielleicht, ja? Oder ich bin nicht klug genug für etwas. Ich habe zu wenig Erfahrung für etwas. Diese Gedanken fließen da rein. In diese Box, hervorragend, die lassen wir noch ein bisschen fließen, all diese Gedanken des Mangels, der Unsicherheit fließen da jetzt rein, super. Atme mal tief ein und nochmal bewusst mit dem Ausatmen. Lass all diese Mangelgedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht jung genug, ich bin nicht alt genug, ganz egal. Lass diese Gedanken da reinfließen, sehr gut.
und mach jetzt diese Dose zu. Und auch da hast du bei deinen großen, großen Stiefeln eine Tasche dafür und die steckst du auch in diese Stiefel rein, in diese Stiefeltasche rein. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie dein Kopf friedvoller und freier ist. Als nächstes kommt jetzt eine ganz spezielle Tasche in deinen Stiefeln und das ist das, was dir dein Umfeld eingeredet hat. Das ist die Manipulationstasche. Und auch für diese Manipulationstasche machen wir jetzt eine Dose, machen wir ein Behältnis einfach mal auf und du kannst dir bewusst machen, da sind alle Manipulationen des Umfelds drinnen. Das, was dir deine Familie über dich erzählt hat, was du geglaubt hast, das, was du in der Schule gelernt hast, das, was Arbeitskollegen über dich sagen, was Partner über dich gesagt haben, diese Manipulationsdose machst du jetzt auf und da lassen wir jetzt diese Manipulationsenergien, die du gespeichert hast, in deinem Geist, in deinen Gedanken, lassen wir da reinfließen. Das können auch so Gedanken sein, zum Beispiel, wenn dich jemand angehupt hat auf der Straße und du hast dich erschreckt oder dich jemand angerempelt hat, jemand unhöflich gewesen ist zu dir. All diese Gedanken fließen da jetzt rein. Super. Perfekt. Lass sie da reinfließen und zwar wirklich aus den hintersten Ecken deines Bewusstseins fließt jetzt diese Manipulationsenergie in diese dafür passende Dose rein. Super. Und du lässt es da jetzt reinfließen und dann machst du diese Dose zu. Und schau mal, das ist eine ganz dunkelviolette Dose. Also das dunkelste Violett, das du dir vorstellen kannst. Und diese dunkelviolette Dose, dieses Behältnis, steckst du auch in deine Stiefel unten rein. In diese großen Stiefel, da ist die Manipulationstasche drin. Und das passt da fantastisch rein. Und du atmest jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du machst dir jetzt bewusst, dass du nochmal alle gesundheitlichen Belange, finanziellen Belange, Belange deines Urvertrauens und auch deine Manipulationen, die du gespeichert hast, in deine Stiefel gesteckt hast. Und jetzt spür mal, wie schwer deine Füße sind. Spür richtig mal die Schwere dieser Stiefel, dieser Füße. Und spür mal, wie sich dein Kopf verändert hat. Und nun beenden wir diesen ersten Abschnitt der Meditation. Jetzt stell dir deine Stiefel ganz fest auf der Erde vor. Und nun bitten wir Mutter Erde, also die Erdgöttin, wenn du so möchtest, darum, dass sie diese Themen jetzt aus den Stiefeln saugt, mitsamt dieser großen Stiefel. Es ist wie wenn du diese Schuhe ausziehst und die werden nach unten in die Erde gesaugt, ganz tief rein. Und deine Beine und Füße stehen jetzt ohne diese Stiefel auf der Erde. Und alles, was du da reingegeben hast, fließt jetzt ab. Und du spürst, wie du dich erdest. Und wie du ruhiger wirst
und immer klarer. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt einmal ein bisschen nachzufühlen. Du fühlst deinen Kopf und du fühlst deine Beine. Und du spürst, dass du schon viel, viel ruhiger geworden bist. Und du sinkst in einer tiefen Zufriedenheit, in eine angenehme, entspannende Ruhe. Dein ganzes System entspannt sich. Deine Beine werden schwer. Dein Körper wird schwer. Und dein Kopf wird schwer. Wenn du jetzt liegst, dann sinkst du ganz tief in dein Kissen, in dein Bett und fühlst dich angenehm, geborgen und ruhig. Und während du dich entspannst, spüre, wie sich auch dein Körper entspannt und spüre jetzt, dass sich dein Kopf entspannt und dass bei deinem Kopf wie eine Blüte sich öffnet und gegenüberliegend auf deinen Beinen öffnet sich auch eine Blüte, eine rote Blüte bei deinen Beinen, eine weiße Blüte bei deinem Kopf. Und durch diese weiße geöffnete Blüte findet nun eine tiefe Reinigung statt. Das Gehirn, der Kopf wird nun von einem weißen, strahlenden Licht gereinigt, von allen Ablagerungen, alten Gedanken, altem Stress, alten Traumata, die sich da vielleicht manifestiert haben. Und du spürst jetzt, dass sich Neuronen, Bahnen in deinem Kopf erneuern, dass sich alte Verbindungen reinigen, dass du freier wirst, dass du belebter wirst, dass die Kommunikation und Steuerung deines Nervensystems in deinem ganzen Körper jetzt sich erholt und entspannt und neu ausrichtet. Aus dem göttlichen, unendlichen Licht fließen jetzt Informationen in deinen Kopf ein, wie dein Körper optimal gesteuert wird, wie alle Organe, die Verdauung, dein Bewegungsapparat, dein Stoffwechselsystem, dein Herz, deine Entgiftungsorgane, wie all das absolut harmonisch zusammenspielt. Und du spürst, dass du dich mehr und mehr entspannst. Vor allem geht eine Entspannung von deinem Kraniosakralgelenk aus, in deine Halswirbelsäule. Und mit den Informationen aus dem Göttlichen, mit dem Urplan einer geheilten Halswirbelsäule, einer heilen Halswirbelsäule, richtet sich jetzt deine Wirbelsäule aus, von oben bis nach unten zum Steißbein,
Wirbel für Wirbel, Bandscheibe für Bandscheibe. Und du spürst, wie du in dir immer klarer wirst. Auch deine Hüfte stabilisiert sich und pendelt sich aus, die Hüftknochen, Oberschenkel, Knie, deine Beine, Fußknochen bis zu den Zehen. Deine Schultern, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme bis zu den Fingerspitzen. Alles harmonisiert sich jetzt. Dies ist die Reinigung meines Schmerzkörpers. Ich bitte jetzt um Heilung und Harmonisierung meines Schmerzkörpers. Dein physischer Körper hat sich jetzt bereits harmonisiert und nun reinigt sich und heilt sich dein Schmerzkörper. Alle Traumata, alle negativen Beeinflussungen fließen jetzt ab. Und du spürst, wie eine tiefe Heilung stattfindet. Atme jetzt tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und natürlich ist es in dieser Zeit auch gut, wenn die Atemwege durchgeputzt werden, die Nasennebenhöhlen frei werden. Und auch dein Halsbereich und Rachenbereich gereinigt wird. Und du spürst, dass diese Heilung jetzt ganz durch deinen Körper fließt. Und durch das, dass du absolut in Harmonie bist, absolut frei bist, absolut klar bist, spürst du, dass es jetzt endlich wieder möglich ist, göttliche Inspiration in deinem Leben zuzulassen. Mein Körper ist Mutter Erde gewidmet und geweiht. Meinen Geist widme ich der göttlichen, unendlichen Inspiration. Möge sie mich führen. Dorthin, wo ich Heilung finde, möge sie mich führen zu meinem innersten Potenzial. Möge ich stets erkennen, was um mich für Möglichkeiten sind und möge ich diese unendlichen Möglichkeiten in meinem Rahmen umsetzen können. Und in diesem Augenblick erstrahlt dein Kopf in einem strahlenden weiß-goldenen Licht. Und du spürst, dass du in der Verbindung mit der göttlichen Inspiration bist. Und diese Inspiration darf nun auf allen Ebenen empfangen werden. So sei es,
So sei es. So sei es. Atme tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Erlaube dir nun, genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Spür nach. Spür, dass dein Kopf frei für Inspirationen ist. Spüre, dass du gut geerdet bist. Erlaube dir nochmal, diese Reinigung durchfließen zu lassen. Und erlaube dir auch, die göttliche Inspiration zu erden. Du bedankst dich für die Heilung, die stattgefunden hat. Du bedankst dich bei der geistigen Welt für diese Heilung, für diese Reise. Du bedankst dich bei deinem göttlichen höheren Selbst für die Inspiration. Und erlaube dir jetzt mal, dich durchzustrecken. Von Kopf bis Fuß, die Füße, beweg deinen Körper, atme tief ein und wieder aus. Mach dir nochmal bewusst, wie frei dein Kopf geworden ist, dass du deine Beine klar auf der Erde spürst. Bedank dich nochmal. Und dann komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder ganz gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Ich hoffe, dir hat diese Reise gefallen. Ich möchte jetzt noch anmerken, dass natürlich alle Begriffe wie Heilung immer energetisch zu verstehen sind und nicht im Sinne eines medizinischen Eingriffs. Du kannst damit deine Selbstheilungskräfte super aktivieren und auch immer wieder aus so Gedankenkreisen rauskommen. Du kannst diese Meditation natürlich auch auf deine Verhältnisse umstimmen. Merk dir einfach, das, was du aus dem Kopf haben willst, gib nach unten hin ab, ins Wurzelchakra ab. Das wäre dann ganz gut, weil dadurch reinigt sich schon mal der Kopf. Man kann das natürlich auf alle anderen Ebenen auch beziehen. Ich habe es jetzt auf die Wurzelchakra-Themen bezogen, eben mit der Materie, mit dem Urvertrauen, mit dem Finanziellen, mit der Gesundheit, der Manipulation im Wurzelchakra. Aber du kannst das auch über alle anderen Chakren machen. Zum Beispiel, wenn du dir Gedanken über deine Lebensfreude machen möchtest, dann kannst du natürlich das auch ins Nabelchakra abgeben. Wenn du über soziale Gedanken dir machst, kannst du das in den Solarplexus abgeben. Wenn du Liebeskummer hast oder viel Gedanken über Liebe und Beziehung, kannst du das natürlich auch ins Herz abgeben. Und wenn du das Gefühl, dass du handelst zu wenig, kannst du das als Mischung aus Hals und Wurzelchakra abgeben. Das heißt, Hauptsache der Kopf bleibt frei für Inspiration. Das ist eigentlich das Wichtigste. Für das ist dieses Zentrum da. Alles andere würde den Kopf eigentlich überspannen und dafür ist er nicht gemacht.
Ja. Sehr gut. Wenn dir diese Meditation, wenn dir dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da oder abonniere meinen Kanal. Teil das Video, wenn du jemanden kennst, der selber zu viel im Kopf ist, würde mir auch sehr helfen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker, und das ist Energetik, die wirkt. Tschüss und bis nächstes Mal. Alles Gute und Kopf frei halten.